Mit 29 Spielern, darunter zahlreiche Veilchen aus dem eigenen Nachwuchs, bereitet sich die Austria dieser Tage auf Zypern auf den Frühjahrsstart 2018 vor. Viel Zeit bleibt bis zum Derby am 4. Februar nicht mehr, wie Sportdirektor Franz Wohlfahrt weiß. Ja gut, die Vorbereitung ist sehr kurz, ich glaube so kurz wie noch nie, weil wir am 4. Februar bereits das erste Spiel haben in der Bundesliga. Es ist sehr zeitig aufgrund der Weltmeisterschaft natürlich auch, deswegen war es uns wichtig, jeden Tag zu nützen, und es ist auch jetzt so hier auf Zypern, dass wir alle Spieler mit haben. Also das war auch Voraussetzung, dass alle mitkommen, außer Marcinko, der ja frisch verletzt ist, wenn man so sagen kann, der in Deutschland bei unserem Reha-Trainer arbeitet. Aber die drei Verletzten, die jetzt noch aktuell verletzt sind, wie Alma, Westermann und Grünwald, sind auch mit. Der Flo Klein ist auch mitgefahren, ist jetzt schon wieder Mannschaftstraining. Es war für uns sehr wichtig, dass wir alle im Betrieb haben, alle in Arbeit haben. Wir mussten aufgrund der Verletztenliste, und weil wir gewusst haben, es wird sich auch für einige nicht ausgehen zum Start im Frühjahr, mussten wir reagieren und haben mit dem Michi Madl einen Austrianer eigentlich wieder zurückgeholt, nach mehreren Jahren. Er hat sehr viel Routine und hat sich sofort in den ersten Trainingseinheiten präsentiert als solcher, dass er uns helfen wird in Zukunft, und zwar gleich helfen wird. Und auch die Außendeckerposition auf der linken Seite durch die Verletzung von Cinki ist mit dem Salah jetzt gut besetzt gewesen, aber nur einzeln. Deswegen haben wir dann sehr gute Lösung gefunden mit dem Stefan Stangl von Red Bull, den wir ausleihen konnten. Und auch der Stefan ist Spieler, der uns mit Sicherheit weiterbringen kann. Es ist so, wir haben um einige Punkte zu wenig, die müssen wir, wollen wir unbedingt aufholen. Es sind 16 Spiele, es sind 48 Punkte zu erreichen. Ich sage mal so, wenn wir 30, 32 machen, wäre es top, weil mit 56 bis 60 Punkte haben wir, glaube ich, den vierten Platz. Das ist einmal das Ziel jetzt im Moment für mich, dass wir auch in der nächsten Saison wieder die Möglichkeit haben, in die Euroleague-Gruppenphase zu kommen, so wie in den letzten zwei Jahren davor auch schon. Und vielleicht schaffen wir das einmal dann, den Kick dann drüber. Nein, wir werden nicht mehr tätig. Jetzt, also wenn jetzt nicht wirklich noch was passiert, dass wer weggehen will oder dass jetzt ein Club kommt und sagt, wir machen ein unverschämtes Angebot, muss man natürlich immer drüber nachdenken. Das kann auch immer passieren, aber geplant ist es nicht. Das heißt, von uns aus wird jetzt nichts mehr passieren. Das ist also, wir wollen ja auch nicht alle Wege versperren den eigenen Spielern, den jungen Spielern. Wir haben ja auch hier jetzt wieder mit zwei neue im Kader, mit dem Fitz und mit dem Torwart, mit dem Krischke, die auch da sein, und wir ja insgesamt 14 Spieler aus den eigenen Reihen, aus dem eigenen Nachwuchs, aus dem Austria-Nachwuchs in diesem Kader haben, und wir wollen den Jungen auch die Möglichkeit geben und deswegen nicht alle Plätze versperren. Das heißt, dieser Kader steht jetzt einmal, außer es gibt eine Veränderung, wo wir passiv sind, da muss man natürlich überlegen, ob man noch was nachholt. Also ich schätze es sehr gefährlich ein, wenn man sich auf ein Spiel jetzt vorbereitet. Wir bereiten uns vor, und das soll auch geistig so sein, auf 16 Spiele im Frühjahr. Ja? Und wie schon anfangs gesagt, da sind 48 Punkte möglich, und natürlich wäre es traumhaft, wenn wir positiv starten im Rapidstadion, aber wir wissen auch, das ist schwierig, aber es ist nicht unmöglich, weil wir haben eine gute Mannschaft und wir werden uns auch dementsprechend verkaufen. Also es hängt jetzt eigentlich von nicht mehr vielen ab. Wir haben mehrere Gespräche geführt. Ich glaube, das ist auch eine Entscheidung, die ja sehr wichtig ist, auch für mich persönlich und natürlich auch für den Verein. Und solche Entscheidungen trifft man ja nicht von heute auf morgen. Da sollte man sich schon ein bisschen Zeit lassen, aber es ist auf dem Weg dorthin, dass es auch dann weitergeht. Für das Gespräch. Bitteschön.